So, Leute, da sind wir wieder und wir haben Eisenerz gefunden. Da schauen wir mal, ob wir jetzt. Also wir können jetzt ja definitiv ein bisschen was erforschen. Und das Eisen haben wir schon erstellt? Ja, anscheinend. Nee, erforscht haben wir es aber. Wir müssen das jetzt herstellen noch. Haben wir denn genug Erz? Für wie viel haben wir denn genug Erz noch? Was kostet denn ein Eisen? Ein Eisen kostet. Na, wo ist es? Wo ist denn Eisen hier? Wir haben Eisen doch hier erforscht irgendwo. Oh. Ah, ganz unten. Kostet. Ein Eisenerz. Da rechts haben wir 11 Eisenerz, also können wir 11 Dings machen. Das ist ja schon mal schön. Und dann können wir hier Metallpfeiler könnten wir machen. Ah, die haben sogar auch Licht. Das ist ja interessant. Ist jetzt aber erstmal nichts, was ich unbedingt erforschen muss. Wir können Ball Power Socket erforschen. Keine Ahnung, was uns das bringt. Ein Wirepole. Ach so, eine Laterne oder was? Die Beschreibung hört sich so an. Eine Workbench werde ich mal erforschen. Das ist Neon Wall Light. Metal Barrel. Ich weiß nicht, okay, ich schätze mal, die Metallwerkzeuge sind einfach besser. Schneller, also bei der Axtstand, beim. Bei der Spitzhacke, nee, bei der Axt stand es, glaube ich, dran, dass sie schneller sind. Dass es schneller ist. So, jetzt muss ich langsam. Ne, warte, die Schaufel. Ne, die Axt lasse ich mal raus. Während ich die Schaufel drin lasse. Oder was da braucht die Schaufel? Zwei. Ja, lasse ich mal die Schaufel brauche ich recht häufig, da lasse ich die mal drin. Und währenddessen, was ich mal mir noch baue, weil ich stelle gerade fest. Ich stelle gerade fest, dass da eine Qualle in meinem Haus gespawnt ist. Und ich nehme an, dass das daran liegt, dass ich da oben keine Wände habe. Die anderen werden wahrscheinlich vom Licht trotzdem abgeschreckt. Also die Quallen sind ja, glaube ich, keine. Auf die Art könnte ich mir wahrscheinlich gute Jagdgründe für Quallen erschaffen. Indem ich es ausleuchte, aber keine Wände baue, ne? Dann dürften da nur Quallen spawnen. Weil die anderen Viecher, die spawnen nur im Dunkeln. Habe ich jetzt so verstanden. Also Spinnen habe ich hier drin ja nicht. Die laufen nur draußen rum, deswegen ziehen die auch so eine Dunkelheitsfahne hinter sich her. Die anderen sind Schattenkreaturen. Die quallen aber nicht, deswegen droppen die auch unterschiedliche Sachen. Aber hier drin will ich auch keine Quallen haben. Nicht in meinem Haus. Aber da könnte man sich durchaus überlegen, ob ich mir da nicht einen extra Jagdrund für Quallen einrichte. Den ich dann ausleuchte, aber nicht auskleide.
Das wäre eine interessante Idee. Das wäre wirklich ein Ja, ich glaube, das wäre wirklich was. Wirklich interessantes. So eine Quallenfalle quasi. Also sie werden zwar nicht automatisch umgebracht, aber daher würden dann nur Quallen spawnen. Ich habe schon wieder nicht genug. Komm, da baue ich mal ein paar mehr von. Von den Wänden. Kosten ja nicht so viel. So, das müsste jetzt aber reichen. Das müsste jetzt aber reichen, oder? Ich gehe davon aus. Stark davon aus, dass das reicht. Obwohl, könnte noch mal knapp werden am Ende. Das sind immer noch. Das hier ist nur noch 44. Ich weiß es nicht. Na, da müsste ich wahrscheinlich vielleicht noch mal nachkräften. Ich glaube schon, ja. Besonders viel, aber ja. Okay. Das war jetzt fast übertrieben, weil ich weiß ja, das sind jetzt hier, ist das ich. Auf jeden Fall weniger als 25. Ja. Gut. Meine Forschung, wie sieht die aus? Okay, ich habe fertig geforscht. Jetzt könnte ich die Sachen bauen. Ja, das kannst du zumachen wieder. Das hier kannst du auch zumachen. So, jetzt können wir. Equipment, ist es da? Nee. Ja, das können wir dann auch bauen, aber jetzt wollte ich erstmal gucken. Tools, ne? Schaufel erstmal. Schaufel und dann Pickaxe. Und wenn wir dann noch was übrig haben, forschen wir nochmal. Nee, wir haben nichts mehr übrig. Nicht ein einziges Metallstück. Und ich glaube, ich muss noch einen Wandschrank machen. Unter Furniture, ne? Und zwar, nee, nicht unter Furniture, unter, wenn ich unter Furniture, wo denn dann, Storage, natürlich. Denn die alten Tools brauche ich dann ja nicht mehr. Wenn ich jetzt bessere habe, was will ich dann damit?
Und vielleicht... Was war das? Und vielleicht finde ich da unten ja sogar noch mehr Eisen. Wer weiß. So. Ist mein... Wie weit ist der Schrank? Ja, ist gleich fertig. Okay, das ist die alte. Na. Kann ich den irgendwie automatisch da? Nein. Ich wüsste nicht wie zumindest. So ein bisschen die Erde können wir auch da reinschmeißen. Zumindest einen guten Teil davon. Die normale Schaufel. Cobblewall. Glowing Cables. Also Zeugs, das müssen wir nicht ständig mit uns rumschleppen. Schwefel ist, glaube ich, auch was, was wir nur Öl herstellen, also das braucht man nicht mitnehmen. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal nach unten. Und gucken wir, ob wir noch ein bisschen Zeug finden. Noch scheint hier nichts zu spawnen. Ich habe hier noch ein paar Fackeln dazwischen, das stimmt. Hier müsste was brennen. Okay. Ah, ab hier habe ich dann Plattformen gebaut, genau. Und dann gehe ich jetzt hier runter. So. Ah, hier unten war dann diese große Höhle, ne? Oh. Das... Ach nee, das ging nur deshalb schnell, weil da nur einzelner war. Ja, aber geht auch grundsätzlich relativ schnell jetzt. Hier habe ich ein paar mehr aufgebaut, vor allem weil ich hier gerade am Buddeln war. Da braucht man halt ein bisschen mehr. Ja, ich höre dich. Ich weiß, dass du da bist. Na, geh runter. Ja, oder so. Na. Was ist denn? Dann halt so. Eigentlich müsstest du... Irgendwie lässt er sich gerade nicht durchfallen. Ich weiß nicht genau warum. Ich noch mal runter. Nee, da lässt sich nicht durchfallen. Warum nicht? Wo ist das Vieh? Warum lässt du dich nicht durchfallen durch die Plattformen? Jetzt geht's wieder. Na gut. Okay, das war nur eine komisch aussehende Blume, ne? Und hier sind noch mal Hunde. Nichts Besonderes. Treffen kann ich sie von hier aber nicht, ne? Nee.
Naja, gut. Was ist das? Ah, okay. Oh, das waren gleich zwei Crates auf einmal. Na gut. Wenn ihr mich so verwöhnen wollt. Ich lehn's ja nicht ab. So einer bin ich nicht. Hinter mir mache ich einfach mal zu. Da hinten ist noch irgendwas. Was auch immer es ist. Ich werde es bald sehen. Werde es bald sehen. Vielleicht ja noch mal ein bisschen mehr Eisen, das wäre wirklich nicht schlecht. Würde mich wirklich freuen. Ein bisschen mehr Eisen noch. Bisschen mehr Eisen, ja. Das wäre schön. Das ist fast ein bisschen zu groß, um da am Eisen zu sein, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so selten. Oder zumindest in dieser Tiefe nicht selten, ich weiß es nicht. Vielleicht hängt es einfach nur von der Tiefe ab, wo man... Ne, es ist Kohle. Was man findet. Wollte ich sagen, aber nein, ist Kohle. Schade. Schade. Das ist auch Kohle, ne? War nur Stein und nach da rechts. Na gut. Aber da rechts unten ist noch irgendwas und da unten ist noch irgendwas. Das ist jetzt die Frage, was das für Zeug ist. Na gut, das Stein kann ich aber auch unterwegs noch mitnehmen. Ist ja nicht so, als wäre es verflucht oder so. Na. Das lege ich ruhig noch in meinem Rucksack runter. Oder wo auch immer die sich das hinsteckt. Den Rucksack sehe ich nämlich nicht. Rucksack sehe ich nämlich nicht. So. Na, scheint auch Kohle zu sein, ne? Oder? Ja, ist Kohle. Ist Kohle.
Na gut, kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Da links, da komme ich schneller voran. Da ist nämlich nur Erde und kein Stein. Und so wertvoll ist mir der Stein nicht. Dass ich mich extra dadurch buddel, weil. Doch, da ist auch Stein. Ist auf einer bestimmten Tiefe nur noch Stein? Könnte natürlich sein. Könnte natürlich sein. Würde mich nicht mal besonders wundern. Würde mich nicht besonders wundern. Aber dann sollten natürlich auch andere Metalle und so weiter ab dieser Tiefe kommen. Wie zum Beispiel Eisen. Ob das jetzt unbedingt tief sein soll, etwas ist, das unbedingt tief in der Erde ist, das weiß ich nicht. Eigentlich nicht unbedingt. Also besonders tief sind eigentlich eher besonders schwere Elemente. Also solche, die mir in der Situation also weniger nutzbringend sind. In der Regel. Ich weiß nicht, Kupfer vielleicht. Das könnte mir noch relativ nutzbringend sein. Für elektrische Sachen. Gold wäre dann aber das nächste, was noch ein bisschen tiefer wäre. Und das, ja, für manche elektrische Sachen wäre es noch nützlich, aber so fortschrittliche Sachen wird man in so einer Situation wohl kaum bauen. Behaupte ich mal. Obwohl, wer weiß. Wenn man schon aus so einer fortschrittlichen Zivilisation kommt, die mit einem Raumschiff irgendwo abstürzt, dann kann das schon sein. Naja, und noch ein bisschen tiefer, dann Uran. Natürlich nicht alles gleichmäßig verteilt, das ist klar. Also das kann man auch ein bisschen höher finden und umgekehrt. Aber man wird nicht in der Schicht, in der man Natrium findet, auch Uran finden. Also zumindest in sehr geringer Konzentration. Ich denke, das sollte klar sein. Dass man Natrium nicht besonders einfach aufbereiten kann, wiederum sollte auch klar sein. Selbst wenn man, also das kann man sehr früh bekommen, Natrium, aber das als Metall zu bekommen, ist wiederum sehr viel schwieriger.
Und dafür, weil man es dafür erstmal aufbereiten muss. Das ist nicht ganz einfach. Einfach einschmelzen, dann bringt da nichts. Schmessen bringt da nicht viel. So. Ja, wir kommen hier immer tiefer. Aber momentan haben wir hier nur Steine. Zwischendurch noch ein bisschen Kohle. Wundert, dass ich aus Stein noch keinen, dass ich aus Stein keinen Sand machen kann, ehrlich gesagt. Das sollte eigentlich möglich sein. Vielleicht brauche ich dazu eine entsprechende Zerkleinerungsmaschine oder so. Mit der ich dann auch. Die kann ich wahrscheinlich erforschen, wenn ich dann mein Chemielabor erforscht habe, weil. Weil ich da auch andere Utensilien, Ingredienzien zerkleinern muss. Wahrscheinlich. Geht's aber weit runter, ohne dass ich auf irgendwie was Substanzielles stoße. Wie eine Höhle oder sonst irgendwas. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, es geht nicht unbedingt weit runter, es geht nur lange runter. Weil es halt, weil ich halt relativ lang brauche, um durch Stein zu kommen. Hier ist es nicht gar nicht mal so weit. Werde ich mal schätzen. Ich weiß es nicht genau. Kohle gibt es ja auf jeden Fall einige. Und Stein. Also wenn ich jemals das, den Stein zu Sand machen kann, dann werde ich keine Sandknappheit mehr haben. Und eine Zinnknappheit habe ich auch nicht mehr. Okay, das hier ist nochmal Eisenerz offenbar. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Davon kann ich ja eine ganze Menge brauchen, wie mir scheint. Moment, da stelle ich eher da eine hin, weil da habe ich nämlich noch ein bisschen Erz. Von dem kann ich, wie gesagt, eine ganze Menge brauchen. So. Ist das auch noch Eisenerz hier? Nee, das ist Kohle. Schade. Wie viel Eisenerz habe ich denn jetzt dabei?
21. Na, immerhin. Einschmeißen kann ich sie unterwegs zwar leider nicht. Aber sobald ich zurückkomme, kann ich damit ordentlich was anfangen. Ich hoffe, ich verirre mich bei meinen Abenteuern hier unten nicht über die Grenze zu in ein anderes Biom, wo es gefährlich ist. Nicht, dass ich zu sehr in eine... Moment. In Richtung Seite grabe. Naja, müsste schon wahrscheinlich... Ne, ich weiß nicht, ich kann zwar rauszoomen, aber... Besonders weit kann ich da nicht gucken. Ich habe jetzt eine ganze Weile nach links gegraben, aber ich bezweifle, dass ich allzu weit nach links gekommen bin dabei. Ich kann hier übrigens auch mal ab und an mal so nach hinten was aufmachen. Das bringt selbst bei Nacht mehr als ein Licht. Also vor allem vielleicht nicht in der direkten Umgebung, aber es beleuchtet den Stein im Hintergrund sehr viel besser. Den Stein, den umgebenden Stein. Das finde ich sehr schön. Finde ich sehr schön. Oh, hier ist nochmal Sand drin. Nicht viel, aber wenn ich hier hinten... Das muss ich mir mal zu Gemüte führen. Erstes ja, Wasser steht hinter dem Sand. Nee, da ist Stein. Schade. Wie gesagt, Sand ist was, was ich immer ganz gut gebrauchen kann. Oder relativ gut. Also momentan habe ich halbwegs genug, aber dennoch eben nur halbwegs im Vergleich zu Stein zum Beispiel. Davon habe ich richtig genug. Und von Erde will ich gar nicht erst anfangen. Kupfer nochmal. Interessant. Das gibt's hier also auch noch. Das gibt's hier also auch noch. Sehr interessant. Aber direkt daneben liegt Eisen. Und noch mehr Eisen.
Eisen und damit ich den restlichen Eisen, das restliche Eisen auch sammeln kann, werde ich das mal umstellen und okay, das war nochmal Kupfer. Auch in Ordnung. Nehme ich natürlich auch mit. Wenn ich es schon mal abgebaut habe, lege ich es nicht wieder zurück. Könnte man ja mal denken, aber nein. Kupfer. Stein. Kupfer. Nochmal Kupfer. Okay, die Ada ist ausgeschöpft. Und ich glaube, ich habe jetzt 51 Eisenerz. Ich glaube, davon werde ich jetzt erst noch ein bisschen weiter bauen und forschen. Werde ich erst noch mal ein bisschen bauen und forschen. Was ist denn da links eigentlich los? Okay, hier ist Ende. Na gut, zumindest so von dem, wie weit ich gekommen bin. Ja, werde ich erstmal noch ein bisschen bauen und forschen und gucken, ja, was ich noch so machen kann. So hoch, ja. So, der Rest bin ich ja schon mal wieder zurückgelaufen, also das geht definitiv. So. Also auf der Ebene gibt es jetzt Eisen und auch nicht wenig davon. Wenig davon, wenn man erstmal darunter gekommen ist. Ist eine ganze Ecke. Könnte damit zu tun haben, dass ich mir eine große Welt ausgesucht habe. Wobei ich sagen muss, zu den Seiten hin kommt die mir gar nicht so groß vor, bis ich dann an die Ränder stoße, wo dann die Stadt anfängt und so. Da kommt es mir gar nicht besonders groß vor. Bin ich da richtig, wenn es nach oben gehen soll? Ist nämlich so dunkel geworden hier. Naja, kann gut sein, dass es jetzt dunkler geworden ist. Andererseits, da hochkommen sollte ich schon einfach so. Wenn ich da richtig bin. Na, wo kann ich denn die mal hinstellen? Da. Ja, aber scheint so, als sei ich richtig. Die Fackel können wir da vielleicht mal wegnehmen und das hier mal weggraben. Ist immer noch genug Licht. So. So. Und jetzt machen wir erstmal. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge stellen wir uns, schmeißen wir das ganze Eisen ein und forschen damit noch ein bisschen und bauen ein bisschen. Bis dann, Leute. Ciao.